beim nächsten Gedicht muss ich vorher voranschicken, dass ich vom anderen Ufer bin. Also von der anderen Seite, also ich bin Pelzer, um genau zu sein. Ich hoffe, das ist jetzt kein Nachteil für mich. Ich muss euch nur gleich sagen, ich werde jetzt die nächsten paar Minuten so babbeln. Kapieren wir das alle? Ja? Gut. Fangen wir mal an, weil das Ganze handelt nämlich von einer Liebesgeschichte und das geht einfach so tief rein. Du musst in der Spruch babbeln, wie so vom Herzen kommt. Ja. Es geht um eine Frage. Wir sind ein bisschen ein ungleiches Paar, aber ihr werdet es gleich merken, aber trotzdem, die Liebe, die hat keine Grenze. Hallo da, mein Liebling, du vollreife Frucht. Schlang an dein Bobbes, das ist wie Sucht. Schon damals als hab ich die Orange geschält und nachts in meinem Bett dann die Delle gezählt. Oh, Kalotta, du hörst was, das hält andere nicht. Du hörst mal zu, ganz egal, was ich red. Damals im Winter hab ich dich das erste Mal gesehen. Du warst was Besonderes, war noch nicht besonders schön. Dann haben wir uns zusammen auf eine Parkbank gehockt. Du hast fest geschnauft, mir der Atem gestockt. Und da guck ich, bei dir funkelt's. Dann guck ich genau und wisch mit dem Sacktuch von deinem Glas arg den Tau. Oh, Kalotta, was hätten wir schon zusammen erlebt? Barfuß von Bandclubs, dass die Erde hat gebebt. Und dann hast du dich nie geschmissen, wasch bis ich auf der Hock. Drauf genieße ich die Aussicht, drunter schnauft's wie ein Luck. Ach, bleib mal doch fort mit so einem Klappergestell. Ich krall mich fest an deine Schenkel, ihrem Fell. Ich brauch kein Fräulein, sondern ein Weib. Ich brauch keinen Körper, ich will ein Leib. Oh, Kalotta, deine Lugge, das silberne Kleid. Komm, schüttel dein Kopf mal, so lang, bis es schneit. Und dein Lächeln, das lieb ich, da steht kein Gebiss. Und dann erst der Duft als von morgens deinem Schiss. Ich weiß ja, das Alter, uns bleibt nicht viel Zeit. Und dennoch bin ich jetzt zu allem bereit. Ich nehm ein Messer und ritz voller Stolz. Ein Herzl für uns zwei in Däube aus Holz. Und wann du dann irgendwann mal nimi bist, dann mach ich mal da draus mein neuer Nachttisch. Ihr Leid, ja, ihr Lachen, mancher fühlt sich pikiert. Aber bloß deshalb, weil's keiner kapiert. Dagegen, ich hab's gerafft. Mürbischte Appel gibt es siesischte Saft. So, nun denn ihr Lieben, ich habe das Niveau des Abends in ungeahnte Höhen zu liefern mit dem Gedicht Das Brusthaar. Ein Brusthaar sich im Lenze sonnt und dabei nicht bemerkt, dass sein Besitzer ein Schnitz mit dem Schnitzwerkzeug zu nahe kommt. Langsam gleitet es zu Boden, doch wird von dort bald aufgehoben von einer Meise und macht im Schnabel eine Reise zu deren Nest, wo der Vogel es macht fest. Nun fehlt zum Sinne der Geschichte noch die Kenntnis von des Brusthaars Nichte. Jene war ein armes Härchen, weil sie wuchs an des Schnitzers Hinterteil. Und unser edles Brusthaar von Format, das so hochmütig stets tat und niemals von der Nichte wollte wissen, wird nun von Vöglein zugeschissen. Und von der Geschichte hilft leider nicht der Nichte, doch jedes Brusthaar hat vernommen, dass auch beim Sonnen ganz beschissen es kann kommen. Ja, wie vorhin schon erwähnt, bin ich ja im Hauptberuf Saunameister. Ich habe allerdings auch noch eine Nebenpassion oder Leidenschaft oder wie auch immer man es nennen möchte. Ich bin Wanderprediger. Wir begeben uns mit diesem Text oder mit dieser Predigt auch teilweise wieder auf die andere Seite des Rheines. Ich bitte also die auswärtigen Studenten um besonders angestrengtes Zuhören.
Als es dem lieben Gott einst langweilig wurde im Himmel, beschloss er sich für eine Weile unter die Menschen zu mischen, um nachzusehen, ob seine Schöpfung auch nach all den Jahren noch gut war. Da in der nächsten Woche eine Erzengelkonferenz und Gespräche mit hochrangigen Vertretern der Hölle anstanden, musste er sich jedoch für ein einziges Volk entscheiden. Doch alle waren sie seine Kinder und er wollte keines über das andere stellen. Also entschied er sich blindlings aus dem Himmelsreich hinabzustürzen. Petrus drehte ihn dafür extra so lange im Kreis, bis ihm schwindlig wurde. Ein kleiner Stups und schon flog der Allmächtige völlig ahnungslos seinen Abbildern entgegen. Und ein Abbilder wurde zuteil, den Fall des Herrn zu dämpfen. Sag wohl, du Macke! Was der Ruf von der Hila habt! Wie wagt ihr es, mit eurem Gott zu sprechen? Gott? Was denn für ein Gott? Ich bin Gott der Allmächtige. Und wann wird der Karel Gott persönlich mit der Biene Mai auf dem Buckel wärst? Sperrst nächste Woche euer Arge auf, sonst bumm ich da Annie. Wie siehst du denn überhaupt aus, du langhaariger Bumpeliger? Bist du von der Kane Family? Kauf da wohl ein paar gescheite Geschlappe und geh zum Friseur und jetzt mach das weiter, Kunst. Und nun war es der liebe Gott, der verdutzt reinblickte und mit wehendem Haar, Riemenledersandalen und blütenweißem Gewand in der Fußgängerzone stand, nicht wissend, wie ihm geschah. Da hat sich wohl einiges geändert seit meinem letzten Besuch, dachte er bei sich und blickte dem noch immer vor sich hin schnatternden Aufpralldämpfer hinterher. Unweit der Absturzstelle befand sich ein kleines Café. Dem Herrgott gefiel das schattige Plätzchen und der vor ihm ausgebreitete Marktplatz. Ein vortrefflicher Ort für meine Beobachtungen. Dies ist mir gut gelungen. Ja, im Gegensatz zu deiner Frisur schon. Erwin, halt die Gosch und dreh dich rum. Sie müssen entschuldigen. Der ist nicht ganz gebacken, aber der tut kein Wasser. Was kriegen Sie dann? Bringt mir Wasser, den Quell des Lebens. Sage mal, was rätst denn du so geschwolle? Wenn du Wasser saufen willst, dann hängst du deine Gosch da vorne in der Brunne. Alla noch einmal, was willst? Nun, dann trefft ihr die Wahl für mich. Ich vertraue euch. Jo, merci. Alla, dann trinkst du das erste Mal in Scholle. Du wärst dann lebendig über das Quell da wieder aus dem Hals. Oh, man, jetzt mal sei egal. Der Herr trank und verspürte eine wohlige Wärme sein Herz umschließen. Was bin ich euch schuldig, sprach er mit glasigen Augen. Oh, los, stecke, so wie du aussiehst, schon kein Penning im Sack. Ihr seid ein gutes Weib. Ach, jo, verzeih das einmal, mein Mann. Alla, mach's gut, und das nächste Mal wird aber bezahlt. Und der Herr trottete davon. Sage mal, Helga, was war denn das für einer? Keine Ahnung, aber der Klamotten noch, die ich sagen soll, einer.